Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Controlling Verstehen. Wir treffen uns heute zum Gespräch mit dem anerkannten Nachhaltigkeitsexperten und mehrfachen Buchautor Josef Baumüller und werden über die Themen Nachhaltigkeitsberichterstattung, die dabei verwendeten Kennzahlen und Kenngrößen sowie die Auswirkungen der Berichtspflichten auf die Arbeit von Controllerinnen und Controllern sprechen. Zunächst einmal, Josef, herzlich willkommen. Danke, dass du uns auf unserem Kanal mit deinem Expertenwissen unterstützt. Und ich würde dich vielleicht einmal bitten, ganz kurz das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung etwas aufzugreifen und zu sagen, was da aktuell gerade kommt und für welche Unternehmen das jetzt konkret von Bedeutung ist. Vielen Dank, lieber Christoph. Also wir sind in einer Phase des großen Umbruchs. Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsberichterstattung zwingt ja zu einem Perspektivenwechsel. Wir haben darüber in den vorigen Videos auch gesprochen. Nämlich nicht nur outside in, was bedeutet ökologische und soziale Veränderungen fürs Unternehmen, sondern auch mehr inside out, was sind eigentlich die Konsequenzen für eine Gesellschaft durch das Tun von Unternehmen. Und wir hatten hier einen ersten Start 2017 mit einer Richtlinie, die ins Recht der europäischen Mitgliedstaaten übersetzt wurde. Das aber blieb in einem sehr kleinen Rahmen und war auch häufig eher im Bereich Investor Relations oder eigene Nachhaltigkeitsmanagerabteilungen verortet. Nun gibt es eine massive Verschärfung, weil über die Kapitalmärkte mehr Druck kommt. Das ist auch in der EU so reguliert, das Sustainable Finance. Und das bedeutet, so wir bekommen neue Regeln, die sind wesentlich umfangreicher, die verpflichten viel mehr Unternehmen. Auch dazu haben wir vorgesprochen, man kann rechnen in Österreich Faktor 20 bis 30. Das geht dann bis in den Mittelstand. Unternehmen, die dann in weniger als 2 Jahren erstmals sehr umfangreiche Berichte zu legen haben. Und zwar immer auch mit dem inhaltlichen Ziel, das Ganze auf Augenhöhe mit der Finanzberichterstattung zu etablieren. Also verlässlicher, vergleichbarer und im Herzen der Unternehmensführung. Also in den Strategien, in den Kennzahlen, nach außen transparent dargelegt und nach innen transparent dargelegt. Und damit ist es auch immer mehr ein Thema für die Finanzorganisation und fordert auch dort natürlich sehr viel ein von den Menschen, die darin tätig sind. Mhm. Ja, sehr interessant. Wenn wir jetzt vergleichen sozusagen international und die österreichischen Unternehmen, wo siehst du da Parallelen sozusagen oder wo stehen die österreichischen Unternehmen im internationalen Vergleich? Wir hatten einen sehr schwierigen, langsamen Start, auch mit der österreichischen Rechtsumsetzung und dann auch mit der Zeit, die das Ganze gebraucht hat, um anzukommen in den Führungsebenen, auch bei den Stakeholdern. Da hat sich auch gerade in den letzten 2 Jahren sehr viel getan, überhaupt in Summe in Europa, aber gerade auch in Österreich. Und wir haben einige sehr, sehr gute Unternehmen, die da schon sehr respektable Berichte vorlegen können und die da auch sehr viel gemacht haben in ihren Organisationen, um das ganze Thema zukunftsfit zu gestalten. Aber natürlich gibt es auch in anderen Mitgliedstaaten, auch in Ländern, die da schon immer auch strengere Regeln haben. Frankreich, Dänemark, auch ein sehr hohes Tempo, durch den Diskurs und die Reformen in Europa weiter prägen werden. So, es wird auch weiterhin eine dynamische Entwicklung notwendig sein, gerade auch hier in Österreich. Mhm. Ja, da tut sich einiges und werden auch viele Anforderungen an die Unternehmen noch entstehen. Genau. Jetzt vielleicht eines noch, du hast einmal angesprochen, sozusagen es war lange Zeit eine Aufgabe nur für die Investor Relations Abteilungen. Mhm. Jetzt heißt mein Kanal oder unser Kanal ja Controlling Verstehen. Ja? Hat das Ganze irgendwelche Implikationen auch für die Arbeit von Controllerinnen und Controllern und wenn ja, welche? Wir merken das jetzt vor allem in den letzten 1,5, 2 Jahren. Ein wichtiger Meilenstein dafür war die Taxonomieverordnung. Auch das war ein Video, in dem wir uns da intensiver damit beschäftigen, wo Unternehmen jetzt auch durch einen Rechtsakt gezwungen werden, Finanzen und Nachhaltigkeitsgrößen im Sinne von ökologischer und sozialen Größen zu verknüpfen und zum Beispiel zu sagen, wie viel Prozent meines Umsatzes sind jetzt mit wirtschaftlich nachhaltigen Aktivitäten angefallen. Und das geht dann auf Belegebene runter und in die Kostenrechnung, in die Kalkulation. Das ist immer das, was die Controller machen, wo sie die Experten sind. Und jetzt müssen sie sich auch einbringen und dann auch in weiter Folge das Ganze in den Steuerungsprozess überleiten. Dass wir uns dann die CSRD, die neue EU-Richtlinie, bringen. Also wie wird das Ganze gemanagt? Wie geht es ins Berichtsdesign, in die Strategien, in die Governance? Und das ist ja unsere Profession, die da eigentlich prädestiniert ist, die Kompetenz hat. Hier vor einer Herausforderung steht, das ist ein neues Thema, auch eine große Chance, was es für die eigene Weiterentwicklung bedeutet und was sie im Unternehmen bewirken können. Also du hast schon den Anknüpfungspunkt jetzt genannt, das Thema Performance Measurement sozusagen, das ja auch eine Kernaufgabe des Controllers ist, das heißt die richtigen KPI zu finden, die Key Performance Indikatoren, um Unternehmen zu steuern. Was sind jetzt aus deiner Sicht so die
würde ich sagen, einmal die Top-KPIs oder die ganz wichtigen Dinge, um die vielleicht kein Unternehmen mehr umhinkommen wird in Zukunft? Also wir merken einen großen Schwerpunkt auf dem Klimawandel, politisch, wie wollt, und das natürlich sehr stark die Emissionen, CO2-Emissionen, und zwar Scope 1, Scope 2 und Scope 3, das ist quasi entlang des ganzen Geschäftsprozesses der Wertschöpfungskette, und das ist natürlich sehr aufwendig, auch methodologisch, und da gibt es jetzt sehr viel an Arbeit. Darüber hinaus gibt es natürlich eine große Vielfalt, das ist ja die Schwierigkeit, und da ist ja die Kunst, gar nicht mal Kennzahlen zu finden, es gibt Standards, es gibt ganze Bücher voll mit Kennzahlen, sondern ich würde denken, was sind die wichtigen, was sind die relevanten? Das ist nämlich die Frage der Wesentlichkeit, auch hier einen strukturierten Prozess zu haben und mir zu überlegen, was ist jetzt wirklich das, was einen Unterschied macht und wie kann ich das in einfachen, verständlichen, auch wirtschaftlich zu erhebenden Kennzahlen abbilden. Das ist eine sehr starke intellektuelle Aufgabe, vor der wir jetzt stehen. Siehst du da irgendwo eine Renaissance der Balanced Scorecard, wenn wir sagen, wir haben unterschiedliche Kennzahlen, wir haben mehrere Perspektiven auf ein Unternehmen? Also findest du, dass die Balanced Scorecard dafür ein geeignetes Instrument sein kann? Würdest du empfehlen, eine eigene Nachhaltigkeitsperspektive unter Umständen zu eröffnen? Ja, also es sind wirklich Dinge, die gibt es. Sustainability Balanced Scorecards haben wir in den letzten Jahren in der Literatur gehabt. Auch die Balanced Scorecard selber ist noch immer recht präsent. Für mich ist es eindeutig so. Nämlich vor allem auch die Verbindung, die hergestellt wird, eben wie Finanzen bestimmt werden von nicht finanziellen Größen. Das ist eine Idee, die sehr stark in der gegenwärtigen nicht finanziellen Berichterstattung zum Ausdruck kommt, aber auch im zukünftigen Nachhaltigkeitsregime eine Rolle spielen soll. Starkwörter wie Konnektivität haben wir auch schon in einem der Videos gehabt. Die verpacken eigentlich das, was uns Balanced Scorecard schon vor Jahrzehnten lernen wollte, halt jetzt in ein neues Kleid. Und darum würde sehr viel dafür sprechen, auch einen neuen Blick auf dieses bewährte Controlling-Instrument zu werfen. Jetzt ist es ja oft gar nicht so sehr die Schwierigkeit, die richtigen KPIs noch auszuwählen. Häufig ist es aber dann ein Thema der Datenquellen und der Datenherkunft sozusagen. Wie schaffe ich denn das in einem Unternehmen, diese Top-KPIs überhaupt verlässlich zu berechnen? Was muss ich an der Datenbasis vielleicht ändern? Das ist eine Herausforderung, vor der, finde ich, die meisten Unternehmen in Österreich stehen, vom großen Börsennotierer abwärts. Und wenn man es einfach zusammenfasst, wird es wohl bedeuten, man muss auch seine ökologischen und sozialen Steuerungsgrößen ins ERP-System bekommen. Mit denselben Anforderungen, vor allem was die Dokumentation, was die Validierung betrifft, ein IKS, das das Ganze auch zugreift und damit auch wirklich auditierbar macht. Und am besten auch dezentral in einem Konzern, der in vielleicht 40 verschiedenen Märkten tätig ist, eine Bespielung und Aggregation ermöglicht. Das sind auch eigene Softwareprogramme, die hier im Entstehen sind und häufig auch direkt an den Haupt-ERP-Programmen, sei es SAP, BMD oder sonstiges, anknüpfen müssen, um hier auch wieder die Verbindung, die Konnektivität sicherzustellen. Jetzt geht es natürlich auch noch um die Frage, wer macht das alles? Da ist immer wieder die Rede auch von Sustainability Managern oder auch Sustainability Accountants. Siehst du das aktuell als interessantes Berufsfeld? Und wenn ja, sozusagen, ja, ist das für Studenten ein großes Thema oder welche? Wie siehst du den Arbeitsmarkt in dieser Hinsicht? Ein ganz, ganz großer Bedarf. Es kommt sehr viel an Regulatorik, sehr viel an Handlungsbedarf. Jetzt schon für einige Unternehmen und zukünftig noch für viel, viel mehr. Aber selbst gegenwärtig ist es sehr schwer, Stellen zu besetzen, gerade auch mit erfahrenen Professionals, aber auch mit gut ausgebildeten, motivierten jungen Menschen, weil es ist ein anspruchsvolles Umfeld, konzeptionell, von den Begrifflichkeiten, von den Standards, überhaupt den Überblick zu wahren, zu wissen, wovon die Rede ist, wie die Dinge zusammenspielen und dann auch noch umsetzen zu können und in eine Steuerung zu implementieren. Und da gibt es jetzt keine Standardausbildung, keine Goldstandards, aber einen Bedarf an neuen Stellen, der in die zigtausende hineingeht und den Reit mit sich bringt, nicht nur auch ein gutes Honorar und auch ein relativ, sag ich mal, beständigendes Aufgabenfeld zu liefern, sondern auch eine gewisse Erfüllung, weil man arbeitet hier auch an einer größeren Aufgabe und jetzt nicht nur unter einer finanziellen Perspektive, sondern auch einer gesellschaftlichen Perspektive, der man dazu trägt. Also ich erlebe das auch gerade bei jungen Menschen, die natürlich hier sehr anschlussfähig sind und auch, wenn sie den Berufseinstieg wagen, auch sehr zufrieden sind und jetzt im Moment auch gerade noch mitgestalten können, einen ganz, ganz großen Wandel. Und wo gibt es das sonst noch? Ja. Sehr schön, Josef. Man merkt dir richtig den Enthusiasmus für dieses Thema an. Du bist mit Begeisterung dabei. Es freut mich sehr. Vielen Dank noch einmal für deinen Besuch. Ich darf vielleicht auch noch einmal kurz darauf verweisen, dass der Josef Baumüller für uns mehrere Videos aufgenommen hat, vor allem zu den fachlichen Details auch, die Sie natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal ansehen können. Herzlichen Dank noch einmal für dein Kommen. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank.